Schönen guten Tag, liebe Shisha-Freunde, die Shisha-Warentester mit Shisha Oli und mir, B2B wieder am Start. Wir testen heute für euch einen, neueren Tabak, den es auf dem deutschen Markt zu kaufen gibt. Und das wäre 2.0 in der Geschmacksrichtung EMP. Hier haben wir das Ganze in einem Zipper. Und ja, ich wollte gerade sagen, Oli kann ja gleich mal Nase voll nehmen. Hier haben wir es schon mal in den Hasan Pasha Tonkopf reingegeben. Dreiviertel voll. Jetzt kommt noch eine Lage KS-Alu drauf. Drei Naturkohlen. Und dann testen wir den ganzen Mal vom Geruch. Also ich kann gleich mal sagen, was drin sein soll. Laut Hersteller soll es wie der Voltage und der Ultimate White sein. Ich wollte gerade sagen, der Zitronenkuchen, weil die Zitrone riechen und dann den leichten kuchenartig oder halt dieses cremige. Genau. Deswegen wollte ich gerade sagen, The White. Der kommt gerade genau so ran. Also das, laut Hersteller soll es ein Mix zwischen Voltage von Social Smoke sein und Ultimate The White. Natürlich nicht beides zusammengemischt, weil es ja nicht von den beiden Firmen jetzt ist, sondern das läuft über Fruchtrauch. Dann denke ich mal, werden die eine eigene Kreation gemacht haben. Und das ist jetzt das Endresultat. Und den werden wir jetzt mal ausprobieren. Gibt es in 500 Gramm Eimern. Muss man da noch zusätzlich mit 500 Milliliter Molasse anfeuchten. Gibt es alles extra zu kaufen. 500 Gramm Tabak und 500 Milliliter Molasse. Und dann kann man natürlich auch noch die passende 2.0 EMP Molasse zum Beispiel dazu kaufen. Dann lässt man das Ganze eine Woche einziehen. Wie man es von anderen Tabaksorten auch kennt, wie PX1 und so weiter. Und ja, dann ist er rauchfertig, dann hat man ein Kilo Tabak und hat dann, ja, kann dann die nächsten Wochen und Monate lang 2.0 rauchen. Keiner bieten sie dir nicht an, oder? Nein, das ist eigentlich, ist der Ganze nur für den Gastrobedarf gemacht worden, aber da die Nachfrage ziemlich groß war, haben sie sich entschlossen, den jetzt auch für die Endkunden zugänglich zu machen, aber mit dem Kompromiss, dass es eben nur in der großen Verpackungseinheit zu kaufen gibt. Und deswegen 500 Milliliter plus 500 Gramm. Ich sag mal so, wenn ihr nur zwei, drei Freunde habt, die wo die nochmal probieren wollt, dann splittet es den danach auf. Genau. Ist auch nicht so schlimm. Vier Freunde und jeder hat 250 Gramm am Ende, dann passt die Sache auch wieder. Mir persönlich wäre ja nämlich ein Kilo jetzt daheim von einer Sorte auch zu viel. Ja, man will ja nicht immer das gleiche rauchen. Genau. Ich sag mal, das macht man vielleicht 4-5 Mal, aber irgendwann sagt man, ich kann es jetzt nicht mehr rauchen, ich muss jetzt mal was anderes wieder zu mir nehmen. Und dann ist es ganz klar. Und Tabak sollte man ja auch nicht zu lange geöffnet lagern. Ja, ich sag jetzt mal, 3-6 Monate ist so normal. Aber irgendwann verliert er halt an Geschmack und an Feuchtigkeit. Ja, und ist scheißegal, welcher Tabak. Also im Prinzip, ist jetzt der Voltage, ist jetzt ein Adios, Motorpiep. Selbst den kann man sich tot rauchen irgendwann, wenn man den nur noch raucht. Und deswegen empfehle ich immer schon von Anfang an, raucht es durchwechselnd, weil im Prinzip gibt es bei mir schon der gleiche Tabak wie beim Benny, der Blue Mint von Alvaha, den kann man nicht mehr rauchen. Richtig, haben wir damals zu oft geraucht und sozusagen jetzt tot geraucht. Und dann kann man eigentlich nicht mehr riechen und nicht mehr schmecken. Das ist einfach so. Ich weiß nicht, ob ihr auch sowas kennt. Vielleicht habt ihr ja auch so solche Erfahrungen schon gemacht. Wenn ja, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben und mal hinschreiben, mit welchem Tabak es euch so erwischt hat. Ja, wo ihr jetzt auch überhaupt nicht mehr rauchen könnt und früher geliebt habt. Ja, bei uns war es eindeutig Alvaha Blue Mint. Ja, wenn man jetzt mal so hier vom Geruch jetzt mal zum Geschmack geht. Ich muss natürlich nur warten, bis er eingeraucht ist, aber also der Geruch ist wirklich sehr lecker. Also vom Geruch trifft er meinen Geschmack. Man riecht auf jeden Fall so Zitrone. Hier riecht man voll raus. Die ist auch voll im Vordergrund. Ja. Und dann kommt da irgendwie sowas, ja, ich wollte schon sagen cremig, irgendwie so eine andere Geruchsnote noch mit dazu, was man jetzt schwer definieren kann. Wie gesagt, das ist die Geruchsnote, was man vom White kennt. Genau, das kann sein, dass man das, ja, genau so in der Art eben, richtig. Wenn ich den jetzt nicht kennen würde, dann würde ich eher sagen, er ist ein Abklatsch oder zumindest er hat eine leichte Ähnlichkeit zum White. Der Voltage würde ich jetzt ganz ausschließen, praktisch in aktuellen. Ja, wenn wir jetzt den Voltage nehmen,
und den mal dran schnuppert. Ups. Ich habe was für ist. Ja. Nee. Riecht komplett anders. Das ist ganz klar. Wenn jetzt da nochmal eine Nase nimmt. Ja, Wahnsinn. Nee, kann man nicht vergleichen. Riecht komplett anders. Also wie gesagt, der geht eher in die Richtung weit. Ja. Im Ultimate. Gucken wir mal, wie es beim Geschmack ausschaut. Jetzt lassen wir mal ein bisschen Hitze. Also Hitze braucht er auf jeden Fall. Mit 3 Kohlen rauchen wir an. Und er will immer noch nicht richtig. Er braucht auf jeden Fall definitiv mehr Hitze. Er schaut überdurchschnittlich feucht, kann man sagen, nach dieser... Wenn es der Hersteller jetzt, von dem, wo du es gekriegt hast, genauso angefeuchtet hat, wie er es drin schreibt, dann ist er relativ über dem Durchschnitt feucht und deswegen wird er auch die Hitze dann benötigen. Ja, genau. Und ja, jeder kennt eigentlich Fruchtrauch, sage ich jetzt mal. Kommen ja auch in den Dosen und kann man dann auch zusätzlich nur mit der Molasse anfeuchten. Ich habe mal schwarze Traube getestet, damals unangefeuchtet, ohne die Molasse zu kaufen, bei mir daheim damals. Und der hat auch schon echt gut geschmeckt, ohne das Anfeuchten, aber damals war das Ganze noch nicht so wichtig wie jetzt. Ja, jetzt ist es eigentlich so, dass man wirklich sagt, der Grundtabak selber hat fast keinen Geschmack mehr. Der Großteil vom Geschmack wird dann mit der richtigen Molasse dann eben erst richtig intensiv vom Geschmack. Deswegen auf jeden Fall unbedingt die Molasse dazu kaufen. Das ist ja bei den neuen Alvaja-Dosen genauso. Genau. Da riecht man zwar, ich sage jetzt mal, wenn man Blue Banana zum Beispiel kauft, riecht man so die Blaubeer- und Bananennote leicht raus, aber man riecht trotzdem nur den Grundtabak mit. Und deswegen sollte man den auch nicht unangefeuchtet so rauchen. Ist wichtig. So. Ich glaube, der wird aber zu schnell verbrennen, weil einfach zu trocken ist wirklich. Prost! Ja, gut, jetzt ist er dann gleich angeraucht, dann können wir gleich mal sagen, nach was er jetzt auch im Endeffekt schmeckt. Und bis es soweit ist, sage ich euch gleich mal, was das Ganze denn kostet und wo es zu kaufen gibt. Es gibt insgesamt 3, 6 Sorten, genau. Kann man ja ganz kurz durchgehen. Lemon, Minze, Himbeere, EMP, Blaubeere, Maracuja und Boom Boom. Und der Boom Boom soll nach dem Boom Boom Eis schmecken. Genau, alles andere sagt der Name ja schon. Und der 500 Gramm Eimer kostet 36,90 und die Molasse kostet 17,90, sind zusammengerechnet für 1 Kilo dann 54,80, was preislich top ist. Ja, für also, ein Kilo auf jeden Fall. Da kann man echt nichts sagen. Wenn man jetzt das Ganze geteilt durch 4 macht, sind wir bei 13,70 Euro für 250 Gramm, ist ja Traum. Wahnsinn. Das sind wir bei Adalia-Preis. Und das Adalia hat glaube ich 200, genau. Richtig. Ja, und vom Geschmack erinnert er mich jetzt eigentlich ganz wenig, also eigentlich gar nicht nach Voltage. Das kann man gleich mal sagen. Man schmeckt auf jeden Fall diese Zitronennote raus. Aber nach Zitronenkuchen schmeckt es jetzt auch nicht. Also es schmeckt jetzt auch nicht nach dem White. Man schmeckt bloß ganz dezent im Hintergrund noch diese Kuchennote. Wir nennen es jetzt einfach mal Kuchennote. Aber dieses Teigige halt so. Genau, richtig. Aber das ist so minimal im Hintergrund. Ja. Also die Zitrone dominiert. Richtig. Also es ist jetzt eigentlich ja schwer zu vergleichen mit dem Voltage oder mit dem White. Das kann man jetzt mit beiden nicht vergleichen. Also wenn man jetzt die beiden einzeln nimmt, sage ich jetzt, es schmeckt nicht nach Voltage, schmeckt nicht nach White. Ist eine völlig eigene Kreation, ist ja auch klar, weil es nicht von Social Smoke oder von Ultimate ist, werden ja ganz andere Molassen verwendet, ist ja klar. Das ist eben jetzt der Fruchtrauch. Und wenn ich jetzt den Voltage mit dem Ultimate komplett mischen würde, also wenn ich die zwei Firmen nehme, dann schmeckt das bestimmt wieder komplett anders wie so zusammengemischt, ganz klar. Also das muss man auf jeden Fall gleich dazu sagen. Jedoch muss ich sagen, dass der Tabak wirklich gut ist, also er schmeckt nicht schlecht. Wer jetzt aber reingeht und sagt, ja, ich möchte jetzt unbedingt einen Mix zwischen Voltage und Ultimate, dann wird er enttäuscht sein, das kann ich gleich sagen. Aber gute Sorte für den Sommer auf jeden Fall, weil zitronig ist. Ja, schöner frischer gut. Ja, der stimmt. Schmeckt wirklich. Schmeckt auch gut. Sehr gut, ja. Ja, auf jeden Fall. Doch, also
Ist eine Sorte, die ich auf jeden Fall weiterempfehlen kann für alle, die ihren frischen Zitronentabak haben wollen, aber nichts für die Leute, die Voltage oder White wollen. Ja? Gut, zu kaufen gibt es das Ganze in verschiedenen Shops, bei Shisha Nil, bei Shisha Bedarf, bei Shisha World. Da habe ich sie jetzt gefunden. Da gibt es den Tabak und die Molasse zu kaufen. Und jetzt seid ihr noch gefragt, die Community ist gefragt, welche Sorte sollen wir denn als nächstes für euch testen? Ich hätte noch da Lemon Mint, Himbeere und den Bum Bum hätte ich noch. Den Maracuja habe ich leider nicht, aber die zwei Sorten, drei Sorten. Die, warte mal, nee, jetzt habe ich gedacht, da ist noch einer zwischengerutscht. Nee. Also Lemon Mint, Himbeere oder Bum Bum. Welche Sorte sollen wir noch für euch testen? Schreibt es in die Kommentare. Wir werden dann in Kürze darauf dann euren gewünschten testen. Wenn ein Kommentar zum Beispiel mit Himbeere schon drunter steht, einfach den Daumen nach oben geben auf diesen Kommentar. Und der, der die meisten Daumen nach oben bekommt, den werden wir dann testen. Also nicht 100 Mal jetzt von jedem verschiedenen den gleichen hinschreiben, sondern einfach denjenigen, der vor euch schon die genannte Sorte, die ihr auch wollt, einfach liken. Und dann haben wir eine übersichtlichere Abstimmung zu sehen. Und dann werden wir das dann in ein paar Wochen auswerten oder ein paar Tagen, je nachdem wie schnell natürlich eure Abstimmung erfolgt ist. Und dann werden wir den natürlich dann für euch testen. Sollten so wenig Stimmen abgeben werden, vielleicht geben wir dann bei Big2B noch so eine Umfrage rein. Ja, zur Not, wenn es bloß zwei, drei Leute machen, genau. Dann machen wir es nur in Facebook rein. Aber ansonsten lassen wir es jetzt mal unter die Kommentare stehen. Richtig. Genau, gut. Vielen Dank noch an den Johannes raus, der mir den Tabak zur Verfügung gestellt hat. Vielen, vielen Dank an dich. Und ja, dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Eure Shisha-Warentester, Shisha Olli und ich, Big2B. Servus!